Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Vielen Dank fürs Einschalten. Hinterlasst doch einfach eine Bewertung. Und ja, es geht weiter mit unserer wunderschönen Stadt. Ich habe mir nochmal den Kanal angeguckt und schaut es euch an, Leute. Er hat sich wieder ausgeglichen. Sieht sehr schön aus, finde ich zumindest. Ja, es geht weiter in unserer Stadt. Ich habe jetzt auch wieder einen Tag nicht mehr gespielt. Ach du Scheiße, was ist hier los? Wird die Buslinie denn eigentlich brav benutzt? Hier ist jetzt nur einer drin. Okay, wie viele sind da drin? Auch nur einer. Ja, ist scheinbar doch nicht so effektiv mit dem Bus. Ich hoffe, mit dem Sound ist es jetzt besser. War die ersten Folgen nicht so nice. Upp. Aber ja, es geht jetzt weiter hier in unserer Stadt. Ich würde sagen, wir fangen mal Mickeyland. Habe ich das so? Ich habe das nicht so genannt, oder? Ich glaube nicht. Aber Mickeyland ist auch ein geiler Name. Nee, das ist da. Ich glaube, den Santa Palma-Namen würde ich sogar lassen. Das ist einfach der. Ja, wir können es erstmal Mickeyland. Wir können es erstmal bei diesem Namen belassen, finde ich. Ich wollte mir mal ganz kurz die einzigartigen Gebäude von Steam angucken. Ich meine, schaut euch diese Dinger mal an. Ich meine, wenn das nicht in den Freizeitpark gehört, weiß ich auch nicht. Nein. Aber allgemein, ich habe mir sehr viele Sachen runtergeladen. Hier sollten eigentlich die Twin Towers drin sein, sind sie aber nicht. Hier ist einfach nur irgend so ein Gebäude. Ich meine, was ist das? Ich kenne dieses Gebäude nicht. Sieht ziemlich schön aus hier mit diesem Balkon und die Straßen sind auch sehr gut gelegt, aber das ist nicht das World Trade Center. Vielleicht ist es ein Teil des World Trade Centers, das kann natürlich sein. So gut kenne ich mich auch wieder nicht aus. Und was zur Hölle? Was habe ich mir alles für Sachen gedownloadet? Das kenne ich nicht. Aber ja, ich habe mir wie gesagt sehr viele Sachen gedownloadet. Ach du Kacke. Das sind wirklich viele Sachen, die ich nicht kenne. Aber wieder ein bisschen Wohngebiet Nachfrage. Und habe ich nicht gerade alle verlassenen Gebäude gelöscht? Wie schnell sind denn hier alle neu gekommen? Die werden halt jetzt wirklich alle abgerissen, ne? Nicht so nice. Ja, malen wir einfach mal noch hier ein paar neue Wohngebiete. Denn die brauchen wir, Leute. Da ist ja gerade Nachfrage nach. Wieso werden überhaupt so viele Gebäude gebaut in der Industrie, wenn kein einziges von denen genug Arbeiter hat. Nein! Das war kein nicer Move. Oh. Alter, ich will abreißen. Hier rein. Gut. Ich pausiere mal, damit ich jetzt einfach mal den Boden nochmal nachzeichnen kann. Und die Bäume wollte ich ja auch wegmachen. Schnell, Leute. Die sehen so kacke aus. Die will ich überhaupt nicht haben, Leute. Da sind noch welche. Mit dem Karussell sind auch welche. Oh, nice. Ich glaube, by the way, auch nicht, dass der Boden unbedingt jetzt so aussieht. In so einem Industriegebiet. Ist natürlich verseucht und ich glaube nicht, dass du da wirklich einfach so rumlaufen kannst. Ohne gescheite Atemmaske, zumindest bei so vielen Fabriken direkt beieinander. Aber trotzdem malen wir einfach mal hier alles an. So. Ah, da ist noch was. Damit wir möglichst hier alles anmalen, Leute. Denn wie gesagt, das soll hier alles schön mit Asphalt sein. Denn Asphalt ist schön. Letztes Mal haben wir ja die boomende Kleinstadt erreicht. Vielleicht erreichen wir heute die geschäftige Kleinstadt. Denn da kriegen wir auch die Straßen mit Bäumen. Polizeihauptquartiere und überhaupt alles. Sightseeing-Busse kriegen wir dann auch. Nice. Wie läuft es mit dem Müll? Stimmt, ich habe mir da so eine Cheat-Anlage runtergeladen, die keine Verschmutzung macht, keine Lärmbelästigung, nichts kostet und überhaupt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die machen will. Das macht es ein bisschen uninteressant. Wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen die Dienstleistungen durch. Hier würde sich nochmal eine Arztpraxis ganz gut eignen. Grundschulen ist alles super. Oberschulen reicht eigentlich auch, aber packen wir trotzdem nochmal eine hier hin. Ich weiß nicht, ob sich eine Bibliothek so unbedingt lohnt. Die ist sehr groß. Transport ist eigentlich alles völlig okay. Oh, wo ist das Karussell hin? Da ist es hin. Setzen wir es aber nochmal. Perfekt. Und hoffentlich wird die Kackindustrie mal ein bisschen gefixt. Denn ich habe keinen Bock, Leute.
Ich habe erstmal drüber nachgedacht, rein theoretisch kann man die ganze Insel als ein Park machen. Apropos Park. Machen wir uns einfach mal direkt hier ran. Stimmt, ich wollte noch eigentlich. Ach du Kacke. Ernsthaft? Das sind alles einzelne Häuser? Ach komm. Ja, ich wollte halt hier Parkplätze nehmen. Denn die habe ich selbst erstellt. Gibt es auch im Steam Workshop zu finden. Unter. Wie heißt das? Parking Lot to. Ja, so wie es halt da steht, ne? So, ich habe den gemacht. Der ist auch sehr leicht selbst zu machen, Leute. Ich mache einfach mal einige Parkplätze hier hin. Damit die Leute hier auch parken können. Ich meine, wenn das hier eines Tages mal ein krasser Freizeitpark wird, dann wollen die Leute hier auch gescheite Parkplätze haben. Ja, es passt jetzt natürlich nicht so gut zu dieser Straße. Aber egal, Leute. Können wir das ein bisschen mit Asphalt. Oh, wir können die ganze Straße veraspaltieren. Veraspaltieren, kann man das so sagen. Das sieht ja mal richtig komisch aus. Ist halt einfach nur Asphalt, worüber gefahren wurde. Ja, machen wir einfach mal weg. Wir werden das sowieso nie in einer Nahaufnahme sehen. Gott, das sieht schlimm aus. Ja, wir machen jetzt einfach mal hier einige Wege und einen sehr langen Weg durch, von dem wir unregelmäßige Abzweigungen machen. Denn regelmäßige Abzweigungen sind schlecht und sehen blöd aus. Und ich will nicht, dass der Park so all künstlich aussieht wie der Rest dieser Insel. Ich finde aber trotzdem, wir brauchen ein richtiges Stadtzentrum, eine Insel für ein gutes Stadtzentrum. Ich finde, hier wäre eine ganz gute Stelle, wo wir halt einfach die ganzen Hochhäuser und so hinbauen, denn ich habe einige Hochhäuser runtergeladen, Leute. Eine ganze Menge. Und ich glaube, es sind jetzt erstmal genug. Schauen wir uns einfach mal an, was wir hier alles haben. Ja, sehr viele Sachen sogar. Einmal einen Platz. Wir pausieren einfach mal. Den packe ich mal hier hin. Dann natürlich ein Freizeitpark-Café. Das sollten wir direkt an dem Platz machen, obwohl wir haben ja sehr viel Platz. Ein Souvenirladen, den sollte man immer auch an die Nähe des Anfangs machen. Toiletten sollten wir überall verteilen. Der Parkweg leitet ja Strom. So. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwie einen Unterschied macht, ob man wenig oder viel Toiletten macht, aber ist mir egal. So, dann machen wir einige Spielstände mal hier hin. Hier. Und so, einfach mal hier hin. Why not, Leute? So. Und so, einfach immer, dass wir die so direkt nebeneinander machen. Karussell packen wir hier hin und dahin. Und jetzt dürfte der Freizeitpark eigentlich eine sehr hohe Attraktivität haben. Kartenpreis 10. Ich mache mal ein bisschen runter. Brauchen wir zwar gar nicht. Unterhaltung 977. Das ist nice. Attraktivität 600. Das Blöde ist. Upp, kein Wasser. Das ist auch blöd. Aber wir haben keine Parkpflege. Das ist auch mit diesem DLC reingekommen. Oh Mann, unter den ganzen Bäumen kann man nicht sehen, was Wasser hat und was nicht. Nein, man kann es sehen, aber nur sehr schwer. So, ich krieg doch jetzt wohl gefälligst alle mal ein bisschen Wasser. Das Blöde ist, wenn ich hier halt irgendwie so eine Parkpflegeanlage stelle, die hat keine hohe Reichweite. Ich meine, wenn ich das jetzt hier irgendwie in die Industrie stelle, kommt das nur ganz knapp da hinten an. Und ich glaube, das lohnt sich dann auch wieder nicht. Und wir haben jetzt auch schon wieder Wohngebietnachfrage. Wieso stehen da immer zwei Busse nebeneinander? Das finde ich ein bisschen all. Aber immerhin sind da überhaupt Leute drin. Aber wieso warten da Leute? Hier wohnt doch gar keiner. Haben wir zu wenig Haltestellen? Beschleunigen will ich jetzt erstmal nicht. Stimmt, Steuern können wir runter machen, dann sind die Leute zufriedener. Wir haben ja sowieso keine Einnahmen. Busbudget können wir höher stellen. Sightseeing-Busbudget können wir ebenfalls hochstellen. Industrienachfrage? Was ist euer Kackproblem? Ich meine, hier sind 900 Arbeitsplätze und nur 200 von denen sind belegt. Ich meine, wir haben 3000 Einwohner fast.
Da müssten 900 Arbeitsplätze doch ein Klacks sein. Wie viele Arbeitsplätze haben wir denn hier? 1200. Wow. Wieso habe ich so viele Arbeitsplätze? Und wieso sind hier jetzt auch verlassene Gebäude? Ich will keine verlassenen Gebäude. Mann, das nervt mich. Pendelt sich das immer wieder ein, Leute? Die sind doch miteinander verbunden. Oder stört das die Autobahn? Keine Ahnung, Leute. In solchen Sachen bin ich leider gar kein Profi. Gerichtsgebäude. Was sind denn hier Parklife-Sachen? Stimmt, die alte Marktstraße. Dann so ein Uhrenturm. Stimmt. Der Stadtbogen. Der ist doch nice. Dann haben wir hier so einen Bogen, mit dem man in so wunderschöne Stadt fährt. Unsere wunderschöne Stadt, die bald gar nicht mehr so aussehen wird. Ja, obwohl die Form an sich dürfte wahrscheinlich bleiben. Denn die ist ja gar nicht so schlimm. Wir machen jetzt einfach hier so Maximum, dass da einfach nur so das komplette Maximum besiedelt ist. Ups, da hat was gefehlt. Polizei bietet Lagerräume. Bietet sie das? Das wusste ich natürlich nicht. Aber wenn sie das tut, ist ja nice. Alter. Einfach so direkt an der Autobahn. Nice, Alter. Und ich glaube, das hier ist auch okay. Perfekt. Und wieder ein bisschen Wohngebiet-Nachfrage. Leute. Wieso wollt ihr denn hier alle wohnen? Ich finde das immer noch all, dass wir einfach schon Hochhäuser bauen können. Wir haben ja aber sehr viele Sachen schon. Boah, das Ding ist hoch. Oder hier der Oriental Pearl Tower, den können wir auch schon bauen. Lol, der schiefe Turm von Pisa. Wie geil ist das denn? Ist der laut? Lärmbelästigung 25. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Und wieso kostet der 100.000? Alter. Das Ding ist wirklich schief. War ich aber persönlich noch nie. Guck mal, es haben die so viel gebaut. Es ist so dämlich. Wenn ihr nicht genügend Arbeiter habt, dann geht woanders hin, wo nicht genügend Arbeiter sind und baut nichts Neues. Ihr seid so dämlich. Ich reiße jetzt einfach mal alles hier ab. Und hoffe, dass sie das dann vernünftig neu bauen. Werden sie eh nicht tun, aber trotzdem. Und die Bäume hier mache ich auch weg. Stören jeden. Untergrund mache ich dann auch gleich neu. Was heißt neu? Ich mache einfach nur dahin, was vorher noch nichts war. Damit wirklich überall alles abgedeckt ist. So, ihr Säcke. Jetzt kriegt ihr das gefälligst mal hin, okay? Jetzt fahren die ganzen Trucks hier rum, ohne dass hier irgendwas ist. Nice, Alter. So. Jetzt baut ihr mal gefälligst hier was und das wird gefälligst gut sein, okay? Ich habe auch Gefühle. Und wie gut kommt der Park an für ihr Besucher? Heftig, Leute. Es kommt ja richtig gut an. Oh Mann, das ist so traurig. Dann mal wieder Zeit für Stadtviertelerweiterung und einer Timelapse. Und fertig sind wir, Leute. Nice, aber hier oben wollte ich noch was machen. Aber am besten erst hier. So. So. Wie wollen wir das denn machen? Das ist jetzt die Frage, Leute. So machen wir das weiterhin. Ja, das hier ist eigentlich ganz nice so. Perfekt. Aber in die Richtung hier. Ja, so finde ich es okay. Das mache ich jetzt nicht in der Timelapse. Upp, die Concorde-Höhen. Ja, nice, Alter. Concorde-Höhen. Ja, die Concorde war auch hoch. Bis sie eines Tages nicht so weit oben war. Aber das ist eine andere Geschichte. Ah, das hat eine schöne Form, dieses Viertel. So, habt ihr jetzt genügend Arbeiter? 100 von 300. Wow.
Euer Ernst? Das ist ja einfach nur traurig. Wie läuft's in Sachen Schule? Grundschule wird mal wieder gebraucht. Oberschule läuft alles gut. Ich glaube, wir haben einfach nur zwei Oberschulen und irgendwie so fünf Grundschulen. Und die Grundschulen haben trotzdem einfach viel weniger Platz. 4% unserer Bürger haben einfach schon Oberschulabschluss. Heftig. Ich finde das so komisch, dass die hier alle ungebildet hinkommen. Das ist so dämlich. Und was zur Hölle ist das? Nachbarschaftsladen. Das ist ein Parkplatz. Und da arbeiten mal eben 8 Leute. Nachbarschaftsladen. Convenience Shop, Convenience Shop, Drogerie, Drogerie, Drogerie. Nachbarschaftsladen, Nachbarschaftsladen, Convenience Shop, ruhiger Eckladen. Was ist denn hier los? Das ist ja seltsam. Hier sehe ich aber keine Parkplätze. Ich sehe nur hier ein paar Tankstellen, sofern das Tankstellen sind. Aber doch, hier sind auch Parkplätze. Komisch. Verwirrt mich ein bisschen, Leute. Ich verstehe es nicht, ich bin so dumm. Ich spule mal einfach ein bisschen die Zeit vor. Wird das jetzt besser besucht? Naja, nicht wirklich. Wir machen einfach mal eine exklusive Buslinie dahin. Da eine Buslinie, da eine Haltestelle hinzufügen. Da machen wir... ja, wir machen einfach mal genau an den Haltestellen auch, wo auch schon vorher was war. Aber Industrie brauchen wir nicht wirklich, wenn ihr mich fragt. Dann schließen wir die Linie einfach mal ab. Perfekt. Buslinie 2. 22 Busse, so gar nicht. 10 Stück reichen. Und die Tatsache, dass hier auch nur 37 Leute fahren. Irgendwo irgendwelche Busse voll? Nee, nicht ansatzweise. 12 würden schon reichen. Glaube ich zumindest, Leute. Habt ihr jetzt bessere Mehrarbeiter? Nein? Ihr seid immer noch kacke, weil ihr nichts auf die Reihe kriegt? Okay. Und ich merke gerade, die Leute hier haben überhaupt keine Feuerwehr. Und die Leute hier haben überhaupt keine Feuerwehr. Und die Leute hier haben überhaupt keine Polizei. Und überhaupt, wir haben überhaupt gar nichts. Und jetzt geht das Arbeiterproblem schon wieder los. Yay! Gefängniskapazität? Lol. Wir haben doch gar kein Gefängnis. Oder ist das im Gefängnis? Ist da ein Gefängnis drin? Wahrscheinlich, ne? Inhaftierte Verbrecher einfach 18. Los! Schnell, besiedelt das Gebiet. Nein, das nicht. Ah, es tut immer so gut, wenn man das alles wachsen sieht. Und der Stadt geht es eigentlich mit Ausnahme des Industriegebiets relativ gut. Ich habe auch herausgefunden, dass die verlassenen Gebiete auch nochmal besiedelt werden können. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal nichts an diesem Gebiet. Irgendwann wird es sich ja einpendeln. Irgendwann wird die Nachfrage so hoch sein, dass sie das erlaubt. Dass das Gebiet vollständig genutzt wird. Denn das wäre mir mal lieb. Eigentlich recht unrealistisch, wie da mit diesem Gebiet umgegangen wird. Aber ist ja egal, Leute. Und hier machen wir einfach auch nochmal Wohngebiet hin. Da nicht. Noch nicht. So, Leute, dann wohnt ihr hier direkt beim Stadtbogen. Ist das nicht nice? Das ist doch nice. Nice. Nichts anderes als das. Haben wir gerade irgendwas zu tun? Nicht wirklich, ne? Gott, das ist ja nervig. Einfach mal erstmal hier New City Skylines. Ach, ihr baut hier ja schon. Wartet doch mal. Ich will euch doch noch ein paar Parks hinstellen. Nice. Gut ist, man kann ja immer sehen, was am unterhaltsamsten ist. Das hier hat 150 Unterhaltung und das hat eigentlich nichts anderes. Also das hier zwar auch, aber es ist halt viel größer und lohnt sich einfach nicht. Und überhaupt. Der Kanal ist wirklich schön. Ich glaube, da kann man wirklich schön drumrum bauen. Viele Details. Das Blöde ist, diese Anfänge hier gefallen mir halt echt nicht. Finde ich nicht so lecker.
Ach du Kacke, die ganze Industrie hat Probleme, außer dieses Gebäude. Wow. So, alles funktioniert außer ein einziges Gebäude. Nee, das hier funktioniert auch. Oh, geschäftige Kleinstadt. Ole, 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 ole. Sightseeing-Bustouren hatten wir doch schon vorher. Wir konnten da schon das Budget von einstellen, lol. Na, jetzt haben wir die ganzen großen Sachen freigeschaltet. Das ist natürlich ganz nice. Autobahn mit Schallschutzwänden. Das ist sehr gut. Stimmt, wenn die... Ja, die Lärmbelästigung hier ist natürlich real. Ich will das trotzdem mal sehen, während ich upgrade. Ob das live irgendwas bringt, weiß ich natürlich nicht. Aber ja, wir upgraden hier halt jetzt zu Autobahnen mit Schallschutzwänden. Manchmal ein bisschen sinnlos, funktioniert das einfach nicht. Wo du eigentlich nur an die bestehende Autobahn was anbauen musst. Aber egal. Egal. Mann, die Insel ist größer als ich dachte. Oh, halt echt, die ist voll riesig. Haben wir ja alles ersetzt? Ja, wir gucken mal hier, ob sich da jetzt irgendwas verändert. Denn live scheint das nicht zu passieren. Und du hast kein Wasser hier. Dein Problem. Just kidding. Nicht dein Problem. Es ist natürlich unser aller Problem. Wenn dein Leid gefährdet ist. Dein Leid gefährdet. Dein Leben gefährdet, meine ich natürlich. Wenn du kein Wasser hast, kannst du auch gar nicht, wenn es ein Notfall ist, mal eben zum Nachbarn oder so gehen. Nein, nein, du brauchst eigenes. Ich will jetzt trotzdem mal zugucken. Funktioniert das? Ja! Ja, Mann! Es hat ja alles geregelt. Und jetzt würde ich halt gerne nochmal die ganzen Straßen mit Baumstraßen ersetzen. Mit einer epischen Timelapse. Ach Leute, das sieht doch jetzt gleich viel schöner aus. Und die Lärmbelästigung müsste jetzt auch jeden Moment runtergehen. Vor allem hier. Ja, ein bisschen. Aber nicht großartig viel. Und hier ist immer noch richtig laut. So Leute, das war's dann auch schon mit dieser Folge. Und guck mal, jetzt meine ich, die Industrienachfrage ist relativ weit oben. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so. Denn die verlassenen Gebäude können, wie gesagt, auch wieder neu aufgebaut werden. Was ganz praktisch ist. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal, keine Ahnung, erreichen wir hoffentlich die 6000 Einwohner. Dass wir einfach jetzt so jede Folge mal 2000 Einwohner erreichen. Da wir letzte Folge 2000 Einwohner erreicht haben und diese Folge jetzt 4000 Einwohner. Ich hoffe einfach, dass wir das dann nächste Folge hinkriegen, denn dieser Platz dürfte rein theoretisch reichen. Jetzt, ja, rein theoretisch dürfte das schon reichen. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute.